Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag am zweiten Tag der Froscon 12. Andreas Schreiber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik e.V. und Open Source Advokat, Quantified Self, Python, noch ganz viel mehr und über das Verhältnis halt eben von Open Source und Wissenschaft. Ja, schönen Dank und auf geht's. Ja, danke. Mein Name hast du ja schon gesagt. Ich habe das Material, was ich jetzt präsentiere, habe ich zusammengestellt mit Carina Haupt. Die hat auch den Vortrag eigentlich eingereicht, hatte aber doch keine, sagen wir mal, Zeit zu kommen. Deswegen präsentiere ich das hier. Arbeite beim DLR. Das ist nicht so sperrig wie Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Meistens in Köln-Porz, manchmal in Köln. Also wir sind hier weniger als 10 Kilometer entfernt, ist unser Büro. Ich bin Abteilungsleiter, leite eine Abteilung für verteilte und intelligente Systeme. Wir machen Softwaretechnik im Wesentlichen und bin gleichzeitig noch Gruppenleiter einer Gruppe für Secure Software Engineering im Institut für Data Science in Jena. Und dann nebenbei mache ich noch so Sachen wie, habe eine Firma gegründet, wo wir medizinische Apps entwickeln, wo ich hauptsächlich das Data Science mache und auch der Tester bin und das alles ausprobiere. Das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, nur ganz kurz, wer das nicht kennt, wir sind eine Einrichtung, die zum Wirtschaftsministerium gehört, also von Steuergeldern finanziert wird im Wesentlichen, zu mehr als 50% eine Forschungseinrichtung mit Forschung in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit. Wir sind auch Raumfahrtagentur und Projektträger, das so ganz kurz. Schön verteilt auf Deutschland mit inzwischen 20 Standorten. Der größte ist Oberpfaffenhofen bei München mit etwa 2000 Mitarbeitern und der zweitgrößte ist hier ganz in der Nähe Köln-Porz mit 1.500, 1.600 Mitarbeitern. Und das Ganze organisiert in 39 wissenschaftliche Einrichtungen und Institute. Darum geht es aber gar nicht so stark. Es geht jetzt eher um solche Themen wie Free- und Open-Source-Software und warum das in DLR eine Rolle spielt und was unsere Probleme sind oder waren. Darüber will ich reden. Software im DLR an sich ist wichtig, wie eigentlich überall heutzutage. Ne? Also wir haben ganz viele Wissenschaftler, die Köpfe jetzt so eierköpfförmig sind. Das ist Zufall, das liegt an PowerPoint. Da kann man beruhigt kann ich die Schulter an Microsoft schieben. Ich weiß nicht genau, wieso die eierförmig sind. Aber sagen wir mal, diese Fachspezialisten, also quasi meine Kollegen im DLR, die denken über alle möglichen Sachen nach, aus der Luft- und Raumfahrt und so weiter, Sachen wie Aerodynamik um Flugzeugflügel oder die Konstruktion von Flügeln, die Strömung in Turbinen und viele andere Themen und beschäftigen sich damit und haben da im Wesentlichen, das ist schon mal pauschal vorneweg, Software für die ganzen Teile, über die sie da nachdenken, für die ganzen Fachdisziplinen. Also es gibt eine ganze Reihe von Software, deswegen ist Softwareentwicklung im DLR auch wichtig. Etwa 1500 Leute im DLR entwickeln Software jeden Tag. Wir geben etwa 150 Millionen Euro pro Jahr in Softwareentwicklung aus, in Personalkosten. Das ist eine ganze Menge in Deutschland. Wir sind quasi eines der größten Softwarehäuser in Deutschland, auch wenn man unsere Softwareprodukte ja so am Markt nicht unbedingt kaufen kann. Also vieles ist so für interne Forschungsaufgaben und so weiter. Also deswegen die Software, die wir entwickeln, in der Regel ist das nicht Standardsoftware, also Individualsoftware. In der Theorie ist es ja so, wenn es das schon gäbe am Markt, würde man es einfach kaufen. Das geht, machen zwar auch nicht alle, manche entwickeln Sachen doppelt und so, das ist ein anderes Problem. Aber bei uns gibt es tatsächlich gerade in der Forschung und in der Raumfahrt, das sind teilweise echte Nischenaufgaben. Also es macht ja jetzt nicht jeder Raumfahrt in der Welt. Und da muss man tatsächlich relativ viel auch selber neu entwickeln, weil man das eben nicht einfach so kaufen kann. Und es gibt ganz spezifische Anforderungen, je nach Art der Software. Also die typischen Sachen, die wir haben, sind ja Simulationen aller Art von allen möglichen technischen Systemen und die entsprechende Data Science dazu, Datenauswertung und Datenverarbeitung, Visualisierung, bis hin zu Prozesssteuerungssachen oder auch bis hin dann ganz am Ende sozusagen des Spektrums sind dann auch die eher langweiligen Sachen, Intranet-Anwendungen, die so Richtung unsere Verwaltung gehen, wo ich nichts mit zu tun habe. Also meine Einrichtung, wir machen nur Software für den wissenschaftlichen Bereich im DLR, das ist das Coole. Die langweilige Software
für unsere Verwaltung, also Anbindung an SAP und so ein Quatsch, das machen wir uns dann eher externe Firmen. Ja, da kommen ganz komische Anfragen, wir sollten schon Zeugnisgeneratoren für die Personalabteilung entwickeln und Datenbanken für das Doktorandenprogramm und so ein Quatsch. Spannender war schon eine Anfrage, den Zeitplan da für die PR-Termine der Astronauten zu machen, aber auch das war softwaretechnisch jetzt nicht spannend genug. Egal. Ein Problem bei uns ist allerdings im DLR, dass von den ganz vielen Leuten, die Software entwickeln, die allerwenigsten haben eine Ausbildung in Softwareentwicklung. Meistens sind das Ingenieure und Naturwissenschaftler, also Physiker. Wir haben viele Physiker, wir haben viele Luft- und Raumfahrtingenieure, Maschinenbauer, Verfahrenstechniker, Chemiker, Biologen, Mediziner, alle möglichen Leute, die maximal Programmierkurse an der Uni gehabt haben. Ja, damit kann man vielleicht programmieren, aber damit kann man leider keine Software entwickeln. Und das große Drama in unserer Welt ist jetzt, dass Leute immer mehr Software entwickeln müssen. Also Software-Systeme, die ursprünglich mal kleine Programme waren, so Skripte und sowas, aber dann immer mehr wachsen und für immer mehr Leute eingesetzt werden. Und der Härtefall ist dann, werden dann eben von Leuten eingesetzt, die nicht mehr im DLR sind. Also die wird dann nach außen gegeben und womöglich sogar lizenziert. Also viel Software oder auch große Softwarepakete von uns, die werden zum Beispiel bei Airbus eingesetzt, in der Flugphysik und in ähnlichen Einrichtungen bei Airbus, um neue Flugzeuggenerationen zu entwickeln. Und da gibt es halt ganz andere Anwendungen oder Anforderungen an die Qualität der Software, als dass sie nur irgendwie mal kurz laufen muss und wenn es abstürzt, ist auch egal. Also das ist ein Problem. Also das ist ein Teil, was wir auch behandeln als unsere Einrichtung, dass wir uns darum kümmern, wie man an sich Software entwickelt. Aber ein ganz spezielles Problem sind die Fragen, die Lizenz betreffen. Die Technologien, die bei uns verwendet werden für Softwareentwicklung, sind super vielfältig. Nur mal als Beispiel Programmiersprachen, da gibt es mindestens 30, das haben wir mal gezählt, haben wir gefunden, die im Einsatz sind, aktiv und womit entwickelt wird. Angefangen von Java über C, natürlich Fortran ist super verbreitet und dann halt bis zu MATLAB oder LabVIEW oder so Anwendungen, ADA und solche Geschichten. Das ist alles gängig. Und entsprechend auch, was Bibliotheken und Ähnliches betrifft. Und auch bei den Lizenzen gibt es alles. Ja, also sowohl im Einsatz von externer Software, als auch wie wir die Software selber lizenzieren und weitergeben. Kommerzielle Lizenzen, gar keine Lizenzen, Open-Source-Lizenzen, freie Lizenzen, das ist alles vorhanden. Es gibt einen riesen Berg an Softwareprojekten, die wir haben. Die zu zählen, geht jetzt schon mal erstmal gar nicht. Das ist sehr unübersichtlich in so einem heterogenen Laden wie dem DLR. Es gibt Ansätze, das zu katalogisieren über so einen Softwarekatalog, software.dlr.de. Den bauen wir jetzt gerade neu, aber grundsätzlich versuchen wir auch sozusagen überhaupt einen Katalog der Software im DLR zu erstellen. Aber auch allein das ist schon ein schwieriges Thema. Spare ich mir jetzt hier. Beispiele für Open Source Software, die wir entwickeln. Ich habe mal drei rausgegriffen, weil die auch so typisch sind. Gemeinsam ist denen und vielen anderen Projekten, und das ist auch der Anlass, warum viele Software von uns als Open Source veröffentlicht wird, ist, dass die entwickelt werden, erstmal mit anderen Leuten zusammen, das heißt nicht nur innerhalb des DLR mit verschiedenen vielleicht Abteilungen oder Instituten, sondern auch mit externen Projektpartnern, wie Universitäten insbesondere oder anderen Forschungseinrichtungen. Und die werden dann auch genutzt von anderen. Das ist ja oft so ein klassischer Antrieb, auch was als Open Source zu veröffentlichen. Beispiele sind sowas wie das ESM-Wall-Tool, heißt das. Da geht es um Erdsystemmodellierung und den Vergleich von so Modellen zur Erdsystemmodellierung. Ein Python-Tool, was in dieser Community entwickelt wird, als Open Source bereitgestellt wird. Und da können Leute ihre Klimamodelle integrieren und mit anderen Klimamodellen vergleichen oder Erdsystemmodellen vergleichen. Das ist eine Gemeinschaft, die stark wächst gerade. Oder ein anderes, was schon sehr lange gibt, von Kollegen aus der Verkehrsforschung aus Berlin, SUMO, Simulation of Urban Mobility, da kann man halt Verkehrsströme in Städten insbesondere oder urbanen Räumen simulieren. Wann die Entwicklung angefangen hat, weiß ich gar nicht, war schon lange Open Source und ist zum Beispiel jetzt dieses Jahr Teil der Eclipse Foundation geworden, also ist dem Eclipse-Universum beigetreten.
oder RCE, ist was, was wir bei uns in der Abteilung entwickeln, Remote Component Environment, eine Umgebung, wo man verteilt im Netzwerk des DLR Simulationen und Bewertungen, Entwurf von Systemen durchführen kann. Und das wieder das Bildchen von vorhin, da geht es zum Beispiel darum, was ich vorhin gesagt habe, dass wir diese ganzen Eierköpfe, die ganzen Kollegen im DLR haben, die ihre ganzen Fachdomänen haben und darüber nachdenken, halt mit ganz viel Wissen, wie das bei Wissenschaftlern so ist, altes und hoffentlich sehr viel neues Wissen. Und dieses Wissen ist heutzutage eigentlich in der Regel in Software hinterlegt. Das ist so ein typischer Fall. Also man denkt sich irgendwas aus, irgendein Verfahren und programmiert das dann runter und dann kann der Nächste das nutzen, wenn es gewisse Qualitätsmaßstäbe einhält. Genau, und das ist eine Sache. Und wenn die Leute dann zusammenarbeiten wollen, dann kann man eben die Daten austauschen und gemeinsam an irgendwelchen Projekten arbeiten, wo verschiedene Fachdisziplinen gebraucht werden. Was unsere Software zum Beispiel macht, ist dann, das softwaretechnisch zu verbinden, sodass die Leute ihre Daten austauschen können über verteilte Systeme hinweg. Und das ist dann auch so ein System, was dann von entsprechenden Partnern wie Universitäten genutzt wird. Und alleine schon deswegen Open Source geworden ist oder Open Source werden sollte, damit externe Partner in Projekten oder auch direkte Kooperationspartner das einfach runterladen und benutzen können. Und das gilt eben für viele Beispiele im DLR, die wir haben. Und das wird dann hier eingesetzt, zum Beispiel, das ist ein Bild, was irgendwie in Hamburg, in der TU Hamburg-Harburg entwickelt wird. Dort ist ein DLR-Institut ansässig und wir arbeiten da mit den Kollegen der TU zusammen am Entwurf von neuen Flugzeugen zum Beispiel. Genau. Was hatten wir eigentlich für Probleme in der Vergangenheit? Wir haben ja einiges als Open Source zur Verfügung gestellt und nutzen Open Source, wie viele Einrichtungen und Organisationen. Da ist das DLR nicht anders als andere. Und wir haben wahrscheinlich auch Probleme gehabt, die viele andere auch haben oder hatten, dass Software mit Lizenzproblemen nach außen gegeben wurden. Gab da so Vorfälle, die durchaus kritisch waren, wo wir eine Software weitergegeben haben oder sagen wir, die Bundesregierung hat Software von uns an einen anderen Staat gegeben, hat gesagt, das nimmt das mal, das ist Open Source, könnt ihr einfach benutzen. Der andere Staat hat sich gefreut. Ich nenne jetzt keine Namen. Ich nenne auch nicht das Szenario, ging dann so Taifuns und so Wettersachen. War aber gar nicht Open Source, weil die auf der Lizenzrechtsseite einen Fehler gemacht haben. Ja. Solche Sachen können sehr unangenehm werden, auch gerade wenn irgendwelche Politiker das aufgreifen und thematisieren bei so staatlichen Einrichtungen. Das hat viel Aufwand gekostet, diese Lizenzprobleme wieder zu fixen. Also zu erkennen, wie ist eigentlich die Lizenzlage der verwendeten Bibliotheken und wie passen die zueinander. Und wie kann man da vielleicht kritische Lizenzen austauschen, sodass es insgesamt passt. Also die Lizenzkompatibilität der verwendeten Software war da nicht erfüllt und da gab es relativ viele Beispiele, wo das auch nicht der Fall war. Und der Grund ist im Grunde, dass die Kollegen, die es entwickelt haben, also ja, die Wissenschaftler, die ja eigentlich keine Ahnung haben von Softwareentwicklung, erst recht keine Ahnung hatten von Lizenzrecht. Ja, kann man denen auch nicht vorhalten, sage ich gleich noch. Die wussten nicht, welche Open-Source-Lizenz sinnvoll ist oder welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um die Bedingungen der Open-Source-Lizenz einfach zu erfüllen, damit man rechtlich auf der richtigen Seite ist. Das ist jetzt keine Sache, die speziell ist fürs DLR. Es gibt tatsächlich eine ganz aktuelle Studie, wo rauskam, dass es von einer Conference, International Conference on Program Comprehension von diesem Jahr in Buenos Aires stattgefunden. Da hat eine Gruppe von Leuten daneben erklärt und ihre Studienergebnisse vorgestellt. Und die Kernaussage ist im Grunde genommen, wenn mehr als eine Lizenz involviert ist, dann versteht das keiner mehr. Dann verstehen Softwareentwickler nicht mehr die Lizenzlage. Ja? Das ist jetzt alles so in dieser Studie von 375 befragten Leuten und bei irgendwie 20% oder sowas war das halt so. Und das ist aber auch, das spiegelt auch unsere Erfahrung im DLR wieder. Also wenn das ein bisschen komplizierter wird und man nicht nur alles mit einer Lizenz hat, dann wird es halt kompliziert und das ist schwer zu verstehen. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal so eine wissenschaftliche Studie, die ist auch einigermaßen belegt, dass das echt für Softwareentwickler an sich ein Problem ist. Ja? Softwarelizenzen und insbesondere mit mehr als einer Lizenz gemischt zu verstehen. Bei uns im DLR sind ja, habe ich ja gesagt, so Probleme aufgetaucht in den Jahren, sagen wir mal, in den frühen Jahren.
gab dann auch hier so ein, ich habe dann so einen Ausschnitt rauskopiert aus dem internen Memo, was rumgegangen ist von unserem CIO. Der hat dann so Warnungen ausgesprochen. Man muss ein bisschen aufpassen mit Open Source, hieß es da. Open Source Lizenzbedingungen haben grundsätzlich Rechtsgültigkeit. Das war vielen Kollegen auch gar nicht bewusst. Also das ist ja nicht irgendwie ein Wort, was man einfach so benutzt. Also das ist ja was dahinter steckt, was wirklich ernst sein kann. Es ist auch Urheberrechtsversetzungen im Raum stehen, dass man da im Bereich der Haftung und Haftungsvergehen kommen kann, wenn man da irgendwas falsch macht, wenn man Software unter falschen Lizenzen oder so weitergibt. Und dass es Open-Source-Lizenzen gibt, die so infizierend wirken. Das sagt man ja für die GPL und so, da will ich jetzt gar nicht diskutieren, ob das so, so stimmt oder nicht, aber sozusagen das war die Warnung, die ausgesprochen wurde. Und dass eben Lizenzen untereinander nicht kompatibel sein können und dass dann einfach nicht zueinander passt und man die nicht einfach so kombinieren kann. Das sind halt so Warnungen, die rumgeschickt wurden im DLR an alle Institute, sollte dann so verteilt werden. Das ist so die negative Seite. Man kann ja so warnen und sagen, ja, macht das alles böse und so. Wir haben das dann aber aufgegriffen und haben daraus verschiedene Aktionen abgeleitet, Maßnahmen im DLR, damit so Probleme mit Open-Source-Lizenzrecht nicht mehr vorkommen. Im Wesentlichen drei Punkte, Information und Schulung. Zu jedem sage ich gleich noch ein bisschen was. Wissensaustausch ist ein wichtiges Thema und individuelle Beratung und Unterstützung. An sich, möglicherweise, je nachdem, wo man so herkommt, nichts Besonderes. Ich kenne auch Firmen, die das auch so probieren. In wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen ist das aber relativ neu. Also da gibt es das nicht, dass man das so gezielt angeht und so massiv Hilfestellung bietet mit auch hohem Ressourcenaufwand, Personal und auch Materialressourcen, nur für Open-Source-Lizenzrecht. Im Bereich der Information und Schulung, das Erste, was wir gemacht haben, ist ein ins Bildungsprogramm des DLR eine Schulung aufzunehmen zu Open-Source-Lizenzrecht, die jeder Mitarbeiter im normalen Bildungsprogramm sich anklicken kann und dann daran teilnehmen. Heißt rechtliche Aspekte der Open-Source-Nutzung. Findet mindestens einmal pro Jahr statt in irgendeinem DLR-Standort. Da kann, wie gesagt, jeder teilnehmen und die sind nicht besonders lang. Die dauern 4 Stunden netto, also ohne Pausen. Wo dann so ein bisschen die wichtigsten Aspekte genannt werden, das zeige ich gleich noch. Und durchgeführt von 2 Leuten in der Regel, einem Juristen. Meistens ist das ein Mitarbeiter des Technologiemarketings, der sich mit Lizenzen und Patenten auskennt. Und jemand, der sich mit Softwaretechnik auskennt, also jemand aus meiner Abteilung, entweder mache ich das selber oder Mitarbeiter von mir. Und wir machen das dann gemeinsam und erzählen den Kollegen, was sie als notwendigste Basisinformation wissen müssen. Und das ist zum Beispiel, so die Agenda sieht zurzeit etwa so aus. Erstmal eine Einführung, was ist überhaupt Open Source? Also ein bisschen der Unterschied zwischen Open Source auch und Free Software und auch ein bisschen zur Philosophie von Open Source und was bedeutet Open Source im DLR zu haben und zu nutzen. Und dann natürlich ein wesentlicher Block sind die rechtlichen Grundlagen, die man braucht. Was bedeuten diese Begriffe Copyright und Urheberrecht, Vertragsrecht? Da ist dann auch auf den Folien da ganz viele Paragraphen zu sehen und so. Was hat das auch für Folgen, wenn man da falsch handelt als Mitarbeiter aus Mitarbeitersicht, also Rechtsfolgen? Dann geht es halt um Open Source Software selber, also welche Lizenzen gibt es für Software überhaupt, was bedeutet Open Source, die Definition der OSI zeigen wir da und dann noch verschiedene Open Source Lizenzmodelle und erklären intensiv, was Copyleft bedeutet. Ja. Und dann im nächsten Abschnitt erklären wir da, das etwas konkreter für einige Lizenzen, die relativ verbreitet sind, im DLR, aber auch sonst wo, wie GPL und die ganzen Abarten oder Eclipse Public License und BSD License. Das ist natürlich nicht alles, was so vorkommt, aber das sind erstmal die wichtigsten und viele Konzepte und viele Regelungen und Bedingungen wiederholen sich ja dann bei anderen Lizenzen auch. Und am Ende geht es nochmal mehr ein bisschen Richtung Praxis, sozusagen, wie kann man Software nutzen, Bibliotheken und ähnliches, aus Sicht der Softwaretechnik. Wie kann man Open Source in eigene Projekte, also bestehende Bibliotheken in eigene Projekte einbinden? Wie sieht das aus mit dieser Lizenzkompatibilität? Ja, also wie kann man die prüfen und was muss man da beachten? Und wie verteilt man Open Source und wie entwickelt man eigentlich eigene Open Source Software?
habe ich gar nicht in den Folien drin, das Hosting von Open Source Software im DLR ist noch sehr heterogen. Es geht jetzt immer mehr Richtung GitHub. Von jedes Institut kann sich da so ein GitHub-Bereich einrichten, oder viele haben das schon gemacht, und da landet die Open Source Software. Früher war das mehr verteilt bei Bitbucket und früher bei SourceForge, ganz früher bei Google Code, als es das noch gab, und ähnlichen Sachen. Und einige haben das auch bei sonstigen anderen Forschungseinrichtungen irgendwo gehostet. Das kommt alles Mögliche vor. Die Anzahl der Schulungsteilnehmer, die wir hatten in den letzten Jahren, ist nicht besonders hoch, aber man sieht, das ist einigermaßen verteilt von den Standorten. Bei München, Oberpfaffenhofen, Berlin und Köln, Stuttgart, Berlin, nochmal Köln, das sind so, also wir tingeln so durch die DLR-Standorte im Laufe der Zeit, sodass jeder mal auch einen kurzen Anreiseweg hat, um da teilzunehmen. Und wir machen vorher auch immer Abfragen, um die Erwartungshaltung der Schulungsteilnehmer, das Vorwissen abzufragen. Die meisten sagen halt, dass sie für das Thema, also Open Source Lizenzrecht, relativ wenig Vorwissen haben, also ungefähr die Hälfte. Und einige haben gar kein Vorwissen, andere ein bisschen Vorwissen, und keiner sagt, dass er da jetzt schon Experte ist. Aber sonst würden die sich auch wahrscheinlich nicht für so eine Schulung anmelden. In der Praxis treffen wir immer wieder Leute, die denken doch, dass sie ganz viel Ahnung haben und die hätten sich doch anmelden sollen. Das ist noch so ein Problem, die jetzt zu erreichen, aber da sage ich gleich noch was zu. Da haben wir nämlich andere Mittel gefunden. Aber das ist jetzt erstmal für diese Reinschulung. So. Na, und die Erwartungen, dann können die noch konkrete Erwartungen oder Ziele formulieren, was sie denn lernen wollen, welche Aspekte in Projekten zu berücksichtigen sind zum Beispiel, oder Überblick über Open-Source-Lizenzmodelle oder wie man Open-Source-Software mit Closed-Source-Software kombiniert und so weiter. Ne? Klar, das ist jetzt schon in dieser Agenda, die ich präsentiert habe, hat sich das schon niedergeschlagen. Die passen wir auch immer an die Erwartungen und an die Bedürfnisse der Teilnehmer. Deswegen sind die Begriffe mit Absicht auch ziemlich ähnlich. Die Ergebnisse, hinterher gibt es dann immer noch natürlich, wie das so ist bei guten Schulungen, ein Feedback, was wir einholen, wo die Leute einen Fragebogen ausfüllen dürfen, wo es dann Ergebnisse gibt. Das zeigt eigentlich auch ein relativ gutes Bild, dass die Grünen, ist das Grün? Ja, die grünlichen Balken, sozusagen, inwieweit sind die Erwartungen erfüllt worden. Das ist ja das Große im Bereich der Schulnoten, ist das im Bereich 2, also bei über 50%, das ist schon mal ganz halt gut. Ja. Relativ wenig sagen, das ist ganz schlecht, das ist auch für uns schon mal gut. Und die roten Balken sind übrigens, was ist der erwartete Nutzen für die tägliche Arbeit, das fragen wir auch ab. Also was denken die direkt nach der Schulung, inwieweit ihnen das in der täglichen Arbeit hilft. Da sind die Bewertungen auch relativ gut. Da haben wir jetzt leider noch keine Bewertung, wie das jetzt zum Beispiel ein paar Jahre nach der Schulung wirklich ist. Das bereiten wir gerade vor, da mal so eine Umfrage zu machen unter den allen ehemaligen Schulungsteilnehmern. Aber das wird der nächste Schritt sein, das mal zu erfragen, ob sich das bewahrheitet hat. Ja. Genau, also diese Schulungen funktionieren soweit ganz gut und das Feedback ist ganz positiv. Was wir da noch gemacht haben, ist, um wieder andere Leute zu erreichen, ist das Wissen über Open-Source-Lizenzrecht als Dokument zur Verfügung zu stellen. Open-Source-Broschüre, Nutzung von Open-Source-Software im DLR heißt die. Die hatten wir tatsächlich auch in den Vorjahren auf der Foscon verteilt. Ist leider im Moment vergriffen und wir planen die Neuauflage dieser Broschüre. Die nächste Broschüre wird dann auch unter einer Creative Commons Lizenz frei verfügbar sein für alle und auch auf Englisch erscheinen, weil wir inzwischen deutlich mehr Anfragen von außerhalb des DLRs kriegen als von internen Kollegen. Also aus der ganzen Helmholtz-Gemeinschaft und der ganzen Forschungslandschaft in Deutschland, die haben uns die letzten Exemplare aus der Hand gerissen, deswegen sind die halt jetzt weg. Aber wir planen gerade die Neuauflage dann mit Bugfixes natürlich und mit weiteren implementierten Features im Dokument. Ja. Der wesentliche Inhalt ist von einer Anwaltskanzlei aus Berlin entwickelt, die sich ganz gut mit Lizenzrecht und Open-Source-Lizenzrecht auskennt. Und der Inhalt ist so, im Wesentlichen ist das unterteilt in zwei große Kapitel. Da geht es darum, wie verteilt man Software, also weil überhaupt bei Lizenzrecht geht es ja darum, den Fall, dass man Software nach außen gibt an Dritte. Wenn man es nur intern behält, ist das ja erstmal eine andere Geschichte. Aber es geht dann zum einen um die Verteilung vom unmodifizierten Code und im zweiten Kapitel um modifizierten Code, also Code, den man geändert hat. Entschuldigung. In jedem dieser Kapitel listen wir ein paar Lizenzen auf mit den entsprechenden Verpflichtungen, die man da erfüllen muss.
und auch wieder hier die Lizenzen, die im DLR halt am weitesten verbreitet waren, darum ging es erstmal. Und dann jeweils gruppiert in Lizenzen mit starkem Copyleft, schwachem Copyleft, ohne Copyleft oder mit irgendwie speziellen Rechten. Das sind so die grobe Unterteilung. Und für jede Lizenz sieht das ungefähr ähnlich aus, um das zu sehen kann. Es gibt halt so Checklisten mit den Bedingungen der Lizenz. Da kann man dann abhaken, ob man das für sein eigenes Projekt, für sein eigenes Vorhaben da erfüllt. Man muss sich das nicht so aus den Lizenztexten irgendwie raus extrahieren mit Textmining oder so, ja, also mit Lesen. Und dann gibt es auch so Merkboxen oder Infoboxen, je nach Kontext, die irgendwelche Begriffe erklären oder irgendwelche interessanten Formulierungen erklären oder sowas oder irgendwas klarer machen. So ist das Ganze aufgebaut. Kommt auch ganz gut an, teilweise auch so Entscheidungsbäume für die Lizenzauswahl oder so. Ganz nett aufbereitet. Genau, das ist das. Das war so der Bereich, was wir Informationen bereitstellen. Und was wir dann gemerkt haben, ist, dass das nicht reicht. Ne? Also dass wir damit schon viele Leute erreichen und die viele Leute uns Feedback geben, dass sie sich schon besser informiert fühlen. Aber es gibt noch ganz viele andere, die kamen dann so Sachen wie Fragen und so. Und Diskussionsbedarf. Und dafür haben wir es etabliert für direkten Wissensaustausch. Zum einen natürlich, da kommt man bei Wissensaustausch und Wissensdokumentation ganz schnell drauf, logischerweise, auf so Wikis und so ein Quatsch. Hatten wir im DLR auch immer schon Wikis. Viele hatten das in Instituten installiert. Seit 2013 haben wir so eine zentrale Wiki-Installation, das Atlassian Confluence Wiki. Und da gibt es dann verschiedene Bereiche. Zum Beispiel für Software Engineering oder für Veranstaltungen oder jedes Institut hat da seinen eigenen Bereich und so. Und da kann man Sachen dokumentieren, das funktioniert soweit ganz gut. Und da haben wir auch eben einen gezielten Bereich für Open Source und alle Open Source Themen. Wo Hinweise zu Tools sind, zu Literaturhinweise, es gibt eine Frage- und Antwort-Section da drin, also für Diskussionen oder auch Hinweise auf Veranstaltungen. Also nicht nur die Schulungen, sondern auch andere Veranstaltungen. Das sind alles Informationen, die wir uns jetzt nicht ausgedacht haben, sondern die man auch mit Suchen beliebiger Art im Internet findet. Aber eben ein bisschen nett zusammengestellt und aufbereitet für das DLR. Also damit die Kollegen einfach erstmal nur einen Einsprung haben, wo sie hingehen können und dann finden sie im Grunde alles, was irgendwie, wo irgendjemand dachte, das ist relevant im Kontext DLR. Und können dann da Fragen stellen und so weiter. Genau, funktioniert so ganz gut, wird mit der Zeit immer besser angenommen, wie überhaupt das ganze Wiki. Ja, das ist alles relativ zäh eigentlich. Was allerdings noch viel besser funktioniert, ist was wir Wissensaustausch-Workshops nennen. Das sind Veranstaltungen, so echte Live-Veranstaltungen, wo Leute zusammenkommen müssen an einem Ort, um sich ja, auszutauschen, also echt Peer-to-Peer-mäßig miteinander unterhalten. Ja. Die gibt es im DLR zu verschiedenen Themen, wurden vor einigen Jahren eingeführt. Das erste war zum Thema Software Engineering. Da gibt es dann so einmal so einen initialen Wissensaustausch-Workshop und dann werden diese Reihen so, gibt es jedes Jahr so einen Folge-Workshop zu den einzelnen Themen, auch zur Visualisierung oder autonomen Fliegen und so weiter. Und auch einen zu den nennen wir DLR Open, wo es allgemein so um so Sachen, Themen gibt wie Open Source, Open Science, Open Access, Open Data und so weiter. Letztes Jahr der initiale Wissensaustausch-Workshop war dann eben auch zu Open Source in dem Fall. Funktioniert auch ganz gut, wie auch die anderen Wissensaustausch-Workshops mit anderen Themen. Die sind auch alle offen für alle DLR-Mitarbeiter grundsätzlich. Gibt allerdings da auch eine Teilnehmerbeschränkung, also ein bisschen gewollt, ungefähr 60 Teilnehmer. Mehr, sonst wird es auch unübersichtlich und vielleicht zu groß, dann geht es schon Richtung Konferenz teilweise. Also ist dann in Köln oder in anderen Standorten und die sind sehr viel interaktiver als so eine klassische Schulung. Also gibt dann kurze Impulsvorträge normalerweise, dann vielleicht so Vorstellungsrunden, die man irgendwie interessant gestaltet. Lightning Talks gibt es teilweise von Instituten, wo Leute auch wo Kollegen auch dann vorstellen, was sie konkret für Probleme oder Lösungen haben. Und dann halt sehr beliebte Arbeit und Diskussion in Kleingruppen mit verschiedenen Arten von Modellen. Da gibt es so Sachen wie italienisches Café und neues Café und so verschiedene Taktiken, die man lernen kann für Seminare und Veranstaltungen. Und das ganze Ziel ist aber, dass das hochgradig interaktiv ist. Und klar, hier sieht man Carina, die heute ja eigentlich auch hätte präsentieren sollen, wie sie auf dem Boden kniet und sich selber vorstellt. Wir haben das letztes Jahr so gemacht, dass jeder so ein Poster über sich malen musste und das dann anderen Kollegen erklären, also was man so an Wissen bietet und hat.
oder funktioniert dann teilweise so ganz gut. Hat hier Kollege Michael rechts hier mal erklärt, was er alles kann. Manchmal funktioniert es auch nicht so gut. Hier hat einer versucht zu erklären, wie seine Denkwelt aussieht. Das geht dann auch manchmal nach hinten los. Der macht irgendwas mit Satelliten, so viel kann man sagen. Und naja, den Rest, das geht dann mehr Richtung Kunst und nicht Richtung Forschung und Open Source, aber egal. Diese Wissensaustausch-Workshop, auch da machen wir die ganzen Sachen mit Erwartungsabfrage und Feedbacks. Und die Erwartungen und die Hoffnungen der Mitarbeiter ist ja auch hier so, das Wichtige, was sie sich erhoffen, ist halt Informationsaustausch untereinander. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Also 38%, dieser rote Bereich oben, ist halt der Informationsaustausch, den erhoffen sich die Leute. Und der zweitgrößte ist halt Netzwerken, der früchtig satte gelbe unten. Also mit anderen Kollegen auch in Kontakt kommen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man da mal so andere Kollegen sieht, die man normalerweise im Alltag nicht sieht. Das ist ja wie in vielen Firmen, das EDR ist halt sehr verteilt, viele Standorte. Und das ist ja nicht ein Campus, wo man sich jeden Tag über den Weg läuft oder geschweige denn miteinander redet. Deswegen ist das eine gute Gelegenheit, auch insbesondere von anderen Standorten, sein Informationsnetzwerk auszubauen und dann bei Fragen vielleicht direkt andere Leute zu fragen und nicht nur die immer die gleichen Köpfe, die immer die gleichen langweiligen Antworten geben. Ja. Das funktioniert in der Praxis auch ziemlich gut. Und eine Erkenntnis aus diesen Wissensaustausch-Workshops sind teilweise generelle Art, die wir vielleicht vorher auch schon ein bisschen wussten, die dann aber da nochmal direkt von Kollegen auch direkt geäußert wurden, dass Open Source relativ verbreitet schon ist im DLR und wie das verwendet wird in Form von Tools aus der Open Source-Welt, die man benutzt einfach oder Libraries und dass aber immer noch viele Forschungssoftware Closed Source ist, aber immer mehr Interesse daran besteht, eigene Forschungssoftware auch zu veröffentlichen. Ja, also relativ High-Level-Erkenntnisse. Dann gibt es auch immer viele Kritik, das kommt oft auch von Führungskräften, dass man dann eben, wenn man was als Open Source veröffentlicht, die Möglichkeit verliert, Gelder zu erwirtschaften. Das wird dann, oder haben wir auch dann viel diskutiert, auch Strategien oder Erklärungen, warum das vielleicht nicht immer so ist. Dann auch so ein Kritikpunkt, dass ein Aufbau einer Open-Source-Community aufwendig ist. Neben der normalen Arbeit vielleicht noch so eine Gemeinschaft von Externen irgendwie mit denen zu kommunizieren und ein bisschen gemeinsam die Entwicklung zu planen und so weiter. Das kostet halt Zeit und ist für viele Leute auch irgendwie anscheinend nicht realisierbar. Denken die, ja. Wir diskutieren auch über Strategien, das zu ändern. Und überhaupt das zusätzliche Zeitaufwand, irgendwas aufzubereiten, dass es dann als Open Source veröffentlicht wird, fängt schon an mit der Frage, welche Lizenz, wie müssen die da auswählen, darüber zu diskutieren, ist ja schon ein Zeitaufwand. Und dann so Sachen wie klären, ob das exportkontrollrechtlich überhaupt erlaubt ist und solche Geschichten. Da ist der Zeitaufwand hoch und das demotiviert auch viele Leute, irgendwas als Open Source zu veröffentlichen. Deswegen werden wir auch da ansetzen und versuchen, da diese Sachen wegzudiskutieren, klingt zu negativ, sagt man das denn? Also positive Beispiele zu liefern, wie man das hinkriegt, ja, im Alltag, das ist so, sind so Teil unserer nächsten Schritte, die wir im DLR angehen. Auch so, gibt auch ganz konkrete Resultate, die wir da haben. Was wir halt nicht hatten im DLR, ist so ein formal aufgeschriebenen Prozess. Wie geht man denn um, wenn man Open Source veröffentlichen will? Viele wollen das ja haben, die gucken dann, gehen dann zu dem Qualitätsmanager im Institut und sagen, hier zeigt mir mal die Prozessbeschreibung, Veröffentlichung von Open Source Software. Und das haben wir nicht gemacht mit Absicht, weil das ist jetzt kein großes internes Geheimnis, diese Qualitätsmanagement-Geschichten, die lesen viele Leute nicht, gucken da gar nicht rein, würden das eh nicht finden. Und wir sind auch, haben halt das so gewählt, dass wir das, was wir an Informationen und Veranstaltungen bieten, sozusagen erstmal direkt für alle Mitarbeiter anbieten und sozusagen nicht von oben durch eine Prozessbeschreibung aufdrücken wollen. Das war unser Ansatz. Trotzdem gibt es jetzt immer mehr den Bedarf, doch da auch mal eine rechtlich bindende Prozessbeschreibung zu haben und das erstellen wir jetzt gerade dieses Jahr. Und es gibt halt allgemein dann immer bei den Veranstaltungen relativ viel Feedback für weitere Aktivitäten. Genau, dann haben wir noch bereit, was wir auch viel machen, ist so direkte 1:1 Beratung und Unterstützung. Da gibt es dann verschiedene Ansprechpartner im DLR, die auch da bereitstellen. Je nach Fragestellung, so für Lizenzfragen gibt es das Technologie-Marketing, das DLR, die auch für so Vermarktung von
Produkten, Hard- und Software aller Art zuständig sind. Und dann gibt es natürlich rechtliche Unterstützung für Copyright-Geschichten oder sonstige Rechtsfragen. Das ist natürlich wie so oft die Rechtsabteilung. Und für eher softwaretechnische Fragen, Lizenzkompatibilität prüfen, Lizenzauswahl oder auch alle Sachen, die die Entwicklung betreffen, das machen dann eher Softwaretechniker aus der Einrichtung, wo ich arbeite. Und genau, und dann gibt es, was ganz wichtig ist und was sich auch jetzt positiv herausgestellt hat, das ist in jedem Fall eine zentrale E-Mail-Adresse, Open Source DLR, und da kann man erstmal alles hinschicken. Intern und auch extern. Also wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr auch alles da hinschicken. Freuen sich die Kollegen. Genau. Und eine Sache, die zum Beispiel daraus auch entstanden ist, dass wir, wenn jemand kommt, so sagen, es gibt einige Lizenzen, die könnt ihr einfach so nehmen, die hat die Rechtsabteilung überprüft, da müsst ihr nicht groß nochmal nachfragen. Das ist jetzt Simplified BSD License, Apache License und Eclipse Public License. Bei allen anderen kann man oder sollte man vielleicht auch mal nachfragen, ob das das Richtige ist, aber die sind jetzt aus DLR-Rechtsabteilungssicht erstmal okay und kritisch fürs DLR. Deswegen sagen wir, das sind so unsere Default-Lizenzen. Das wird sich vielleicht auch demnächst noch ändern, aber das ist erstmal die Liste. Genau. Und andere Themen, die so einmal auftauchen, sind halt Kriterien für die Auswahl von Open-Source-Software, also was man jetzt nutzen kann aus dem Bereich der existierenden Open-Source-Software. Best Practices für Open Source, wenn man jetzt selber mit Open Source entwickeln will oder eine eigene Open Source Software entwickeln will. Oder ein Thema auch, was sehr relativ groß ist im DLR, was eigentlich fast einen eigenen Vortrag wert wäre, ist das Thema Migration nach Open Source. Das DLR arbeitet ja gerade quasi, alles so, was von Microsoft kommt, zu ersetzen durch Open Source. Das ist ein relativ langlaufendes Projekt, das kann man sich vielleicht denken. Wir versuchen überhaupt viele kommerzielle Produkte, wie zum Beispiel, also sehr beliebt ist bei uns sowas wie MATLAB für Simulation und Datenauswertung. Hochkommerzielles Produkt, ich glaube, die Lizenzen kosten um 10.000 Euro pro Jahr. Sowas auch zu ersetzen durch freie Versionen, zum Beispiel Python mit entsprechenden Bibliotheken. Und auch da hatten wir gezielt eigene Workshops nur zu diesem Thema, wo wir für verschiedene Produkte aus der kommerziellen Welt darüber diskutiert haben, wie man das durch freie Software ersetzen kann und wo da noch Lücken sind und wo wir selber auch noch Entwicklungsarbeit reinstecken müssen. Genau. Und für Fragen und Antworten sozusagen gibt es im Wiki natürlich auch noch eine Seite. Das war mal so gedacht wie so eine Art Stack Overflow intern. Wir haben das jetzt erstmal als Wiki probiert. Wenn das jetzt nicht skaliert, dann werden wir da vielleicht noch eine andere Lösung für aufsetzen. Aber erstmal haben wir so für allgemeine Fragen und Antworten und Diskussionen auch eine Wiki-Seite. Genau, damit bin ich durch. Ich hatte ja nur, auch nur noch ein paar Minuten, glaube ich. Ne? Als Worte am Ende sozusagen, das Vorgehen im DLR, worauf basiert das? Zum einen, wir haben damit angefangen, Informationsangebote für Mitarbeiter bereitzustellen und Raum und Gelegenheit gegeben, um zu diskutieren, damit die Leute untereinander diskutieren und ihr Wissen austauschen können. Und erst danach kommen jetzt bei uns langsam so formale Prozessbeschreibungen und vielleicht Vorgaben von oben, wenn sie notwendig sind. Und meiner Meinung nach ist es oft so, dass viele andere auch Forschungseinrichtungen das andersrum versuchen, einen Brief vom Vorstand rumschicken und sagen, ihr müsst das so und so machen. Und das ist oft auch, funktioniert das nicht besonders gut. Und das Feedback der Kollegen ist ziemlich positiv. Und wir merken das auch an diesem, was ich so gesagt habe, diese Support-E-Mail-Adresse, da kommt immer weniger an, obwohl immer mehr als Open Source genutzt wird und immer mehr Open Source entwickelt wird. Ja, die Carina hat damit mit einem von ihren Kollegen auch noch das ein bisschen genauer ausgewertet. Die Daten habe ich jetzt nicht hier, aber wir sehen auch an den E-Mail-Verläufen, dass immer weniger Anfragen kommen und schließen daraus jetzt erstmal ganz mutig, dass es auch immer weniger Probleme gibt. Das werden wir in Zukunft auch noch ein bisschen genauer analysieren. Ja? Genau, was sehr positiv ist, was ich auch ganz nett finde, ist, dass unser Vorgehen auch von anderen übernommen wird. Es fließt jetzt ein in so Dokumente, Handlungsempfehlungen für die Helmholtz-Gemeinschaft, also alle Helmholtz-Forschungszentren in Deutschland und auch Max Planck und ähnliche Forschungseinrichtungen haben Interesse daran, unser Vorgehen so zu übernehmen. Genau, damit bin ich fertig. Vielen Dank. Ja, wir haben also ausreichend Zeit.
Du meinst jetzt von den Politikern wie aus dem Ministerium oder so? Also da ist nicht explizit hoch, aber... Oh, okay, ja, wie ist der die Frage war, wie der politische Druck ist von den Geldgebern und der Politik. Ist das richtig? Also der politische Druck ist bisher in Deutschland zumindest bei uns, was ankommt, nicht besonders hoch. Es gibt immer so Forderungen, dass das DLR, also von der Politik eher weniger, aber auch eher von der Öffentlichkeit, dass das DLR natürlich auch seine Sachen öffentlich zur Verfügung stellen soll. Das ist ein Grund, warum wir das ja auch machen. Aber indirekt kommt ein Druck durch Projektausschreibungen, wo zum Beispiel gefordert wird, dass bei Projektanträgen oder die Projektergebnisse in öffentlich geförderten Projekten jetzt auf Bundesebene oder EU-Ebene, dass die dann eben Open Source sein müssen. Oder dass man sogar, wenn man eigene Software dort einbringt in das Projekt und die weiterentwickelt werden soll, dass die schon Open Source sein muss. Und so würde im Zweifelsfall das Projekt gar nicht erst genehmigt werden. Von da ist der Druck ist deutlich höher noch zurzeit. Aber kann man natürlich halt eine Art indirekten politischen Druck betrachten. Und das gilt für alle Forschungseinrichtungen und Universitäten. Gibt es noch weitere Fragen? Da. Wie war der Anfang? Ich würde erwarten, ja. Ja. Ja, also war jetzt keine Frage, war eine Aussage. Also Steuerzahler würde erwarten, dass alles öffentlich gemacht wird. Ja, das würde ich auch. Und nee. Also es gibt bisher keinen Drang und keine Pflicht, das zu machen. Wir machen das meiste freiwillig. Wie gesagt, das, was Sie eben gesagt haben mit der Projektförderung, das ist eine Art Pflicht. Man kann natürlich dann sagen, man beantragt keine Projekte mehr. Also auch das ist ja freiwillig. Aber man kriegt natürlich auch keine Gelder oder weniger Gelder und kann seine eigenen Arbeiten nicht mehr durchführen. Also ist nicht ganz freiwillig am Ende des Tages. Aber es gibt keinen harten Drang, sozusagen mal sagst, dass jemand sagt zu uns, ihr müsst jetzt unbedingt alles als Open Source veröffentlichen. Der Druck ist noch stärker im Bereich Open Data für Datensätze. Da ist ja eh die Frage, was ist wichtiger und spannender auch für die Gesellschaft, Daten oder Source Code. Im Bereich der Daten oder auch im Bereich der Publikation als Open Access, da ist der Druck sehr viel höher als im Softwarebereich zum Beispiel. Ja, also da gibt es auch klarere Vorgaben. Und auch da arbeiten wir dran. Das sind dann andere Leute im DLR vor allem, die dann eben versuchen, entsprechend zu Open Source parallel zu einer Open Data Strategie aufzusetzen und Software oder Repositories bereitzustellen, über die wir dann eigene Datensätze zum Beispiel veröffentlichen können. Da ist ja diese Infrastruktur im Datenbereich noch viel weniger entwickelt jetzt und weniger harmonisiert. Also bei Source Code, billig ausgedrückt, lädt das ja jeder bei GitHub hoch und dann ist das veröffentlicht. Ne? Das ist, bei Daten ist das ja noch nicht so harmonisch, leider. Aber auch da arbeiten wir dran. Genau, eigentlich von den Mitarbeitern, genau. Die müssen ja eigentlich noch ihren Vorgesetzten fragen, wie bei allen wichtigen Entscheidungen, wenn irgendwas nach außen gehen soll. Also alles, was irgendwie nach außen gehen soll, da muss ein Vorgesetzter zustimmen. Das gilt auch bei normalen textlichen Veröffentlichungen, genauso bei Software. Und bei der Lizenzfrage ist es so, dass man eigentlich auch nochmal nachfragen sollte beim Technologiemarketing oder bei der Rechtsabteilung, ob das so in Ordnung ist, wenn man es nicht schon weiß, also für spezielle Lizenzen insbesondere. Aber die meisten Entscheidungen oder der meiste Druck und die meisten Wünsche, was jetzt Open Source veröffentlichen, kommt tatsächlich auch von Mitarbeitern. Viele sehen das ja in ihrem Kontext, wenn sie mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Deswegen diese Beispiele, die ich ganz am Anfang hatte, das sind alles Softwareprojekte, wo meine Kollegen mit anderen Leuten zusammenarbeiten, die dann sozusagen auf der Mitarbeiter- und Wissenschaftlerebene Druck aufbauen. Wegen, ja, was ihr da macht als Algorithmen, das ist ja eigentlich ganz cool. Wir würden das bei uns im Forschungszentrum Y auch benutzen, aber nur wenn es Open Source ist. Ne? Da hat man erstmal schon mal die Diskussion an der Backe und auch ganz schnell die Entscheidung, das als Open Source wirklich zu veröffentlichen. Ja, da. Wenn er was sagt? Was er zu eurer Initiative sagt. Meinst du Geschäftsführer vom DLR? Ja, gut, sowas haben wir nicht, weil wir ja kein Geschäft sind, aber wir haben einen Vorstand und das Entscheidende und die wichtigen Personen sind bei uns die Institutsleiter. Achso, der CIO quasi. Der macht so
dem Bereich, koordiniert im ganzen Bereich IT und die IT-Governance. Also der unterstützt, soweit er das kann. Der sieht auch natürlich, dass der Trend in diese Richtung geht. Also auf keinen Fall blockiert er das. Das ist ja erstmal schon eine Sache, die schon in einigen anderen Einrichtungen anders war. Ja. Der finanziert uns teilweise. Also finanziert bei uns eine Person, die daran arbeiten kann. Ja. Und mit dem stimmen wir das auch immer ab, was wir vorhaben. Also nicht, dass dann irgendwann es heißt, nee, das ist, hätte da gar nicht machen dürfen oder so eine Aktion. Ja. Ja, das war, wie gesagt, das war so ein Warnbrief, der als Warnung gedacht war. Aber auch nicht so, dass man da jetzt irgendwas nicht mehr machen darf. Ja? Es war als Warnung, um die Leute aufzurütteln. Und direkt sozusagen schon vorher abgestimmt, also ich habe auch mitgearbeitet bei der Formulierung dieser Warnung damals, vor einigen Jahren. Würde ich vielleicht heute andere Formulierungen vorschlagen, aber wie auch immer. Aber jedenfalls direkt im Anschluss haben wir sozusagen ja die Maßnahmen angeboten, um da zu helfen. Ja, aber das war zum ersten Mal überhaupt, um klarzumachen, dass es da möglicherweise irgendwo auch Probleme geben könnte mit Open Source. Lizenzrechtlicher Art. Und das hat auch funktioniert, ja. Ja, bitte. Weißt du zufällig, was gegen die GPL gesprochen hat als Grund? Nicht mehr speziell, aber es ist, also bei GPL ist ja grundsätzlich, ja, okay, die Frage war, was hat gegen die GPL gesprochen? Das ist ja allgemein Sachen, allgemein geht es ja darum, um die Copyleft-Klausel in der GPL. Ne? Das dann heißt, wenn du das in eine eigene Software reinkopierst, zum Beispiel Ausschnitte, dann gilt diese Lizenz für die gesamte Software. Und das war, sagen wir mal, störend für einige Softwareprojekte. Ja, es gab dann etliche Sachen, da sollte halt die gesamte Software unter einer anderen Lizenz bleiben und dann haben aber Kollegen sozusagen da vielleicht eine einzelne Datei ausgetauscht oder Code rauskopiert aus einer unter GPL lizenzierten Software reinkopiert und dann hätte ja die ganze Software unter GPL veröffentlicht werden müssen. Ja, das ist ja so eine Eigenheit davon. Und das wurde dann nur noch mal als Warnung aufgegriffen. Diese Fälle sind auch aufgetreten bei uns und wahrscheinlich auch bei vielen anderen und hat dann im Einzelfall auch Arbeit verursacht, das dann durch entsprechende andere Lösungen, anderen Code zu ersetzen. Ja. Die Gefahren steigen ja auch, dass ich weiß gar nicht, ob es da nicht einen Vortrag zu gab, aber es ist natürlich auch überhaupt die Frage, sozusagen, erkennt man das überhaupt, ob man so einen Code-Ausschnitt hat, gerade wenn man sich jetzt was von Stack Overflow kopiert oder so, wo man ja auch nicht genau weiß, wo das herkommt im Zweifelsfall und das reinkopiert. Und es gibt ja heute Möglichkeiten, das automatisch zu prüfen, also durch so Data Mining im Source Code Repository, sondern vor 10 Jahren hätte das im Leben niemand rausgefunden, vielleicht, außer durch Zufallsfunde. Und heutzutage gibt es ja so ganze Projekte, die durchforsten regelmäßig GitHub und dann listen die das auf, wer da alles Lizenzvergehen begeht. Ja. Und da möchten wir nicht beistehen. Ungern, jedenfalls. Ja? Hast du besser programmieren? Wie bitte? Du müsst ja einfach eure Scheißsoftware besser machen, dann könnt ihr es auch Open Source. Ja, genau, das ist richtig. Deswegen machen wir es so. Ist auch dann noch besser, dann verliert man auch kein Semikode, dann ist es auch so, dass der Pakete gerade fliegt und sie nicht sprengen muss, weil man Semikode auch vergisst. Peinlichkeiten dürfen bei sowas nicht sein. Richtig, ja. Genau. Haben Sie schon mal Geld verdient nach der Veröffentlichung von Software für Support und Erweiterung? Ja, ganz viel. Ja. Also das heißt, ja, das Geld hätten Sie noch vielleicht gar nicht verdient. Ja. Ja, genau. Achso, Entschuldigung, ja, haben wir schon mal Geld verdient mit nach der Veröffentlichung von Open Source Software durch Beratung oder Support, ja genau, haben wir. Indem wir jetzt zum Beispiel Bugfix gemacht haben oder Erweiterungswünsche bearbeitet haben oder allgemein Schulungen angeboten haben. Gibt es Libraries, die von der DLR veröffentlicht werden? Irgendwelche Sachen, Mathematik-Libraries? Ja, ganz viele. Oder jetzt irgendwie, sag ich mal, Flugregeln oder auch so Zeug? Ja, gibt es. Gibt es sowas? Wo finde ich das? Im Zweifelsfall auf GitHub oder wir haben selber auch eine Seite, software.dlr.de, da sind auch ein paar Sachen aufgelistet. Ja? In den USA?
Ja, ich war. Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, genau. Also die Frage, um die nochmal zu wiederholen, ist, es gibt in den USA das, wie heißt das, Expect, ein Programm? Ja. Genau. Das, so viel weiß ich auch so, und genau weiß ich es auch nicht, wie es anders ist, aber da gelten teilweise andere Regeln. In Deutschland geht ja auch nicht sowas wie, ich glaube, Public Domain oder so, das geht dann wieder. Das ist genau der Fall, das geht ja in Deutschland zum Beispiel auch nicht, dass man einfach auch die Rechte komplett abgibt oder so. Wäre es nicht besser so? Weiß ich nicht. Sag du es, weiß ich nicht. Ja. Gut, wenn sonst noch Gesprächs- oder Diskussionsbedarf ist, wir haben da draußen so eine Art Stand, könnt gerne vorbeikommen, dann können wir weiter diskutieren. Gut, ja, vielen Dank.